Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Contra K, Adam und Eva Official Video. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Checkt gerne ab, auf was ich schon alles reagiert habe und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Normalerweise ist es ja für mich gar kein Problem, hier zu sitzen, auf die aktuelle Release-Woche zu reagieren. Das mache ich seit 3 Jahren. Nur, es ist wirklich echt warm. Es ist so warm. Meine Güte, ey. Aber wir gehen da durch, wir reagieren auf meinen und auch wahrscheinlich euren Motivationscoach. Wir sind am Start, gehen eben ganz kurz in die Infobox und starten wir auch sofort, Freunde. Der Sonne entgegen Tour, Music produced by The Crates, Neil und Alex, Jokef und Bizarre. Also wir haben hier einmal The Crates als Tag Team, dann Neil und Alex und dann nochmal Jokef und Bizarre. Perfekt. Mix ist bei King Size, Mastering auch, Video bei End-to-End, okay. Ich glaube, normalerweise macht nicht Shao Casado die Videos von Contra K? Glaube ja. Okay, wir gehen rein, Freunde, let's go. Okay, Adam und Eva heißt der Song, jetzt so von den ersten 10 Sekunden. Also ich denke mal jetzt nicht, dass er bei so einem Titel in so eine Dancehall-Richtung einschlagen würde. Ich rechne mit einer deepen Richtung. Ja. Ja gut, Contra K auf Dancehall. Immer wenn du lachst, lacht die halbe Welt mit. Doch dann, wenn du weinst. Hä? Woher kenne ich sie? Die hat doch bestimmt in noch irgendeinem anderen Musikvideo mitgemacht. Irgendwie kommt sie mir gerade ein bisschen bekannt vor. Aber niemals im Leben kann ich euch jetzt sagen, woher. Deswegen gehen wir einfach weiter nach vorne. Er kommt rein. Let's go. Weinst du allein, allein? Stell dir vor, Adam der Gauner und Eva nur auf TikTok. Dann gäbe es heute leider weder dich oder mich noch. Habe ich das richtig verstanden? Stell dir vor, Adam wäre Gauner und Eva nur auf TikTok. Dann gäbe es heute weder dich oder mich noch. Ich meine, naja, irgendwo stimmt die Line. Aber wenn man die erste oder die ersten beiden Personen auf der Erde ist, wie will man dann auf TikTok? Ich meine, es gibt keine Content Creator, ne? Nein, ich verstehe natürlich, was er meint. In Bezug zur heutigen Welt auch. Zur heutigen Gesellschaft. Romeo und Clyde wäre nur ein Tinder-Date gewesen. Von wem kennen wir Danganronpa-Meere? Wenn Romeo und Julia nur fliehen oder sterben, würde irgendjemand heute für die wahre Liebe sterben. Boah, das habe ich noch ganz kurz mitbekommen. Bonnie und Clyde, ein Tinder-Date wären. Ganoven-Ehre würde es dann nicht mehr geben. Romeo und Julia nur auf Lean wären. Ja, nochmal ganz kurz zurück. Ich muss hier nochmal ganz kurz zurück. Ich will hier irgendwie, ich will bei Contra K einfach ihm zuhören. Kleid wäre nur ein Tinder-Date gewesen. Von wem kennen wir Danganronpa-Meere? Wenn Romeo und Julia nur fliehen oder sterben, würde irgendjemand heute für die wahre Liebe sterben. Würde irgendjemand heute für die wahre Liebe sterben. Ich glaube, das war ja so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Romeo dachte, Julia wäre tot. Dabei war sie einfach im Schlaf, ich weiß gar nicht. Und dann hat er sich umgebracht. Julia steht auf, wacht auf, sieht Romeo und hat sich dann auch selbst getötet, ne? Ich glaube, das war so. Ich glaube, auch ohne Romeo und Julia würden welche natürlich für die Liebe sterben. Aber es ist eine schöne Line. Ich selber war gestern noch ein Junkie und ein Dieb, damit ich Blut auf Papier und man die Zeilen auch so fühlt. Wie soll man wissen, dass man gerade bis zum Hals in der Scheiße steckt? Das Ding ist halt, bei Contra K merkst du halt wirklich, dass er das so, dass er auch einiges erlebt hat und wie er jetzt sagt, mit Blut diese Zeilen schreibe, denn wäre ihm das hier nicht wichtig, dann würde er diesen ganzen Real Talk, den er bringt, nicht in jedem seiner Songs thematisieren. Daran merkst du, wie sehr er das ernst meint, weil er das in einfach jedem Song, in jedem Song so viel Real Talk bringt. So fühlt, wie soll man wissen, dass man gerade bis zum Hals in der Scheiße steckt, wenn man sie nicht riecht und wie soll man das Elend verstehen, wenn keiner aus dem Weiberfenster etwas... Ja,
ich sag mal so, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, aber man riecht es nicht, muss man auch nicht. Also ich sag mal so, die Line ist jetzt, fühle ich jetzt nicht so. Ich weiß, er meint hier dieses, das Sprichwort, aber wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, dann sollte man das auf jeden Fall jemand, der irgendwie, dann sollte man das merken. Dann muss man nicht irgendwie irgendwas riechen, dass irgendwas faul ist oder so. Das sollte man merken. Ja gut. Nochmal einen Ticken zurück. Nicht riecht und wie soll man das Elend verstehen, wenn keiner aus dem Maiba-Fenster etwas davon sieht? In Kleidern aus Paris. Ich bin euch ehrlich, ne, ich habe natürlich auch etliche Kontra-Kassungs gehört, etliche krasse Lines. Die Lines jetzt hatten jetzt nicht so für mich diesen Wow-Effekt. Natürlich ist da ein gewisser Real Talk bei. Aber ich bin euch nochmal, ich bin, muss halt ehrlich bleiben, komplett umgehauen haben mich jetzt die Lines nicht. Hört sich so an, als würde er jetzt in die Pre-Hook gehen und dann in die Hook. Bin hier nochmal auf den zweiten Part gespannt. Sieht Geld aus in Antwerpen. Um in Seide aus Italien, ein Nebenholz begraben zu werden. Immer wenn du lachst, lach die halbe Welt. Immer wenn du lachst, habt ihr das zwischen den Lines jetzt gerade hier gehört? Okay, also Pre-Hook ist ja typisch. Ruhige Kontra-K-Stimme und dann kommt die Hook rein. Es knallt wieder im Beat. Typisch, das kennt man, das kennt man. So, ich bin aber trotzdem nochmal einen Ticken zurück. So, nochmal hier den Übergang. Haben zu werden. Immer wenn du lachst, lach die halbe Welt mit. Doch dann, wenn du weinst, weinst du allein. Das ist wirklich so, denn immer wenn du lachst, lacht jeder mit dir, weil sie irgendwie einen Vorteil sehen in dir, weil es dir irgendwie gut geht und deswegen du auch viele um dich herum hast. Aber wenn es dir wirklich scheiße geht, und dann immer noch Leute an deiner Seite stehen, obwohl du gar nichts mehr hast, wirklich gar nichts mehr, dann kannst du dir davon, da kannst du dir sicher sein, dass das auch wirklich wahre Freunde sind. Wahre Freunde sind. So, denn wahre Freunde erkennt man wirklich an schlechten Tagen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Bist du allein, allein. Immer wenn du lachst, lass die halbe Welt mit. Doch dann, wenn du boah, ey, es ist so, es ist wirklich dieses, ich könnte jetzt so einen Real Talk über einfach Vertrauen halten. Ich bin zum Beispiel jemand, ich vertraue wirklich sehr, 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 sehr schwer. Ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, das könnt ihr entscheiden. Ich meine, es hat seine positiven Seiten, so, aber es hat auch negative Seiten, bin ich euch ehrlich. Aber so tick ich einfach. Also ich habe, was ich einfach für mich, eine Eigenschaft, die ich an mir liebe, ist meine Menschenkenntnis, weil die täuscht irgendwie nie. Aber ich habe auch halt, ich vertraue halt, ich lache nicht mit jedem. So, so kann man das sagen. So. Weinst du allein, allein? Was, wenn er Wasser nie zu Wein gemacht hätte? Müssen wir im Winter noch die Schwachen vor dem Einschlafen retten? Was, wenn der Mensch nicht... Was, wenn er nie aus Wasser Wein gemacht hätte, müssten wir im Winter... Ja gut. Er kommt jetzt in den zweiten Part. Er kommt jetzt in den zweiten Part. Er macht voll dieses, hier in dem Song macht er, was wäre wenn? Und dann bezieht er irgendein Ereignis aus der Geschichte und wandelt das dann komplett um, ne? Okay. Aber ist auch mal cool, sowas zu hören. Weil so Fragen, so eine Thematik, die hörst du in keinem Song. Die Zeit erfunden hätte, gibt es wirklich keinen Grund. Nochmal was? Zeit erfunden hätte? Ich muss nochmal einen Tick zurück. So. Das ist das Schöne bei Kontra K. Dass du ihm einfach gerne zuhörst, wirklich. Einschlafen, retten, was? Wenn der Mensch nie die Zeit erfunden hätte, gäbe es wirklich keinen Grund, um mich zu stressen. Hätten wir das Hassen nie gelernt und die Waffen nie erfunden, wäre dann wirklich auf der ganzen Welt Frieden. Okay, stopp mal. Erstmal zur Line mit der Zeit. Wenn die Zeit, wenn der Mensch die Zeit niemals erfunden hätte, gäbe, wäre man dann wirklich stressfrei sozusagen? Eine interessante Frage. Das ist wirklich eine interessante Frage, weil Stress auch viel mit Zeit, mit der Zeit zusammenhängt. Sehr, sehr viel. Es ist wirklich eine interessante Frage, weil die Zeit irgendwie auch dazu beiträgt, dass man dem Stress verfällt. Sei es Arbeit und Pflichten und weil man das alles hinkriegen muss und nicht mehr so viel Zeit hat. Das ist wirklich eine, das hat, war eine Line, die mir gefallen hat. Und die Line mit der Waffe und dem Frieden
selbst wenn es die nicht geben würde, würde es meiner Meinung nach trotzdem keinen hundertprozentigen Frieden geben. Nee. Würden unsere Herzen noch zerbrechen oder sind es nur die Egos, die uns vorgaukeln, dass wir jemand lieben? Wäre ich für mich selber nicht ein schwarzes Tuch? Hätte ich meinen Vater lieber öfter als alte Freunde im Knast besucht? Denn Freunde, was Thema Frieden angeht, wenn ich euch fragen würde, was ist denn das gefährlichste Lebewesen auf der Welt? Da werden viele mir sagen, boah, keine Ahnung, der Löwe. Aber wisst ihr, kurzer Real Talk von mir am Rande, es ist nicht der Löwe, es ist auch nicht der Tiger, es ist auch nicht keine Ahnung was, es ist der Mensch. Es ist der Mensch, Freunde. Es ist der Mensch. Deswegen passt immer auf, wen ihr vertraut, wem ihr was erzählt. Dann macht ihr im Leben nichts falsch. Leider leben wir in einer Welt, wo man heutzutage leider der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater nicht mehr vertrauen kann. Bekommt man ja echt oft mit. Gott sei Dank ist es bei mir nicht so, ne? Aber hört man auch oft in Songs. Traurig, aber wahr heutzutage, ey. Selber nicht ein schwarzes Tuch. Hätte ich meinen Vater lieber öfter als alte Freunde im Knast besucht. Doch egal wie es wäre, nichts war umsonst, denn im Leben kommt niemand lebend davon. Denn im Leben kommt niemand lebend davon. Irgendwie eine schöne Line. Eine schöne Line, so ist es. So ist es auch. Auch die Line mit der Seide aus Italien am Ende wirst du begraben und dann hast du nichts davon. Am Ende hast du gar nichts von den ganzen materiellen Gütern und den ganzen Sachen, mit denen du dich pushen wolltest und was weiß ich was als alles, ey. Man merkt wirklich, was wie reif Kontra K einfach ist, wie reif er ist. Obwohl er das Leben eines sozusagen reichen Menschen lebt, ist er alles andere als abgehoben. Er befindet sich in der Rap-Szene und innerhalb dieser Szene ist es ein wichtiges Merkmal, dass man flext, dass man angibt, dass man, ne, die meisten Rapper sind so, aber er ist wirklich anders als die anderen, was das angeht. Immer wenn du lachst, lass die halbe Welt mit. Doch dann, wenn du weinst, weinst du allein. Sorry, dass ich hier wieder so viel geredet habe, aber ich fühle das einfach so krass, wenn ich so Lines höre, die man so noch nie gehört hat. Und ich mag das einfach, darüber zu reden. Tut mir leid, ich habe wahrscheinlich wieder viel zu viel geredet. Immer wenn du lachst, lass die halbe Welt. Weinst du allein? Ist eine sehr kurze Hook, aber da, trotz dessen, dass es eine kurze Hook ist, ist da trotzdem so eine krasse Aussage auch, ne? So ist es. So ist es, Freunde. Wir neigen uns dem Ende zu. Wir neigen uns dem Ende zu. So allein, allein. Hat mir gefallen, gab auch Lines, wo ich mir dachte, ja, war jetzt okay, ne, gab's auch, aber gab auch viele Lines, die ich auch gut fand, von daher Kontra K, Adam und Eva, ein gelungenes Ding, Hook hat mir auch voll gefallen, von daher, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.